Die Ausstellung Hedebühl, Imago, Arbeiten auf Papier hätten wir im Mai eröffnen wollen. Dann am 6. Dezember. Ich bin aber froh, dass wir jetzt die Ausstellung hängen haben und einfach warten können, wann wir tatsächlich öffnen dürfen. Die Idee zu dieser Ausstellung gibt es jetzt schon etwa 2 Jahre. Hedebühl hat sich intensiv mit der Planung der Ausstellung beschäftigt, mit der Auswahl der Arbeiten, die wir bei ihr im Atelier in Düsseldorf vorgenommen haben. Und ich freue mich sehr, dass die Ausstellung nun in dieser Form hier zu sehen ist und uns tatsächlich einen Überblick über das zeichnerische Werk dieser Bildhauerin von den 60er Jahren bis heute vermittelt. Hier angesichts dieses großen Kopfes bekommt man einen kleinen Eindruck dessen, womit Hedebühl sich ihr Leben, ihr künstlerisches Leben lang beschäftigt hat. Die menschliche Figur, der Kopf, die Büste als Ganze oder fragmentiert. Und dazu werden wir großformatige Arbeiten auf Papier in der oberen Etage sehen. Hedebühl ist Bildhauerin, die ihr Studium an der Düsseldorfer Kunstakademie erst bei Sepp Mages und später bei Josef Beuys durchgeführt hat. Wir sehen hier 2 Selbstporträts von ihr aus den frühen 60er Jahren. Und wenn man sich diese Physiognomie einprägt, so erkennt man bestimmte Charakteristika auch in anderen Arbeiten von ihr immer wieder. Interessant ist in dem einen Selbstporträt die Fragmentierung, das heißt die Wiederholung der Augenpartie. Denn Fragmentierungen sind etwas, was sich in ihrem Werk dann immer wieder deutlich zeigen, sei es, dass Körperteile, einzelne Sinnesorgane oder Ähnliches einzeln dargestellt wird. Die Konzentration auf die Figur, auf die menschliche Figur, ganz besonders aber auf den Kopf und auf die Büste, ist etwas, was sowohl ihr bildhauerisches als auch ihr zeichnerisches Werk auszeichnet. Während sie in ihren Anfängen kleinformatig zeichnete und sehr viel an surrealistischer Inhaltsschwere auch mit darin hatte, ist sie später viel konzentrierter zur Figur gegangen und hat den Menschen, sei es als Engel, als gestürzten Ikarus, als stürzenden Menschen oder als traurige Gestalt darzustellen. In dieser Zeit wählt sie noch Titel wie eben Ikarus, Urmutter, stürzender Engel oder Ähnliches. Später sind die Arbeiten fast alle unbetitelt. Gerade an den Holzschnitten, einer Technik, die sie in den 60er Jahren genutzt hat, aber später dann nicht mehr, wird deutlich, wie intensiv Hedebühl sich mit einzelnen Themen auseinandergesetzt hat. Man kann hier auch sehr schön die Nutzung armer Materialien, Fundstücke sehen, denn diese Druckstöcke sind beidseitig beschnitten worden, es wurde beidseitig gedruckt und man kann sehr schön auch die Prinzipien des Holzschnittes noch einmal sehen, wo eben seitenverkehrt geschnitten wird im Verhältnis zum Druckbild. An einer Arbeit wie dieser von 1988 kann man noch einmal sehr schön sehen, dass Hedebühl tatsächlich weit über die klassische Bildhauerzeichnung hinausgeht. Dieses große, wandfüllende Blatt ist derart malerisch, indem sie den Hintergrund tatsächlich erst gefüllt hat, in mehreren Schichten gefüllt hat, die Farben weiß, blau, grau wirklich in Nuancen aufgetragen hat, um dann ihr Thema, den Kopf, in unterschiedlichen Größen und Formen darzustellen, aber gepaart mit einem weiteren Thema, nämlich dem Embryo, dem, aus dem alles Leben entsteht. Und so hat man Formen, die ganz eindeutig Kopf sind und andere, die eher ein Etwas darstellen und uns an Köpfe erinnern.
sei es aus der Aufsicht oder dass man so wie hier glaubt, Augenhöhlen und die Nase zu erkennen. Ein derartiges Blatt ist so kraftstrotzend, der Strich ist derart gestisch geführt, die Konturen zwar angegeben, aber jeder einzelne Kopf scheint wirklich aus dieser Hülle herausbersten zu wollen, dass man einen sehr guten Eindruck davon bekommt, was diese Bildhauerin auszeichnet und dass sie das Menschsein immer wieder dahingehend austariert, inwieweit der Mensch in seiner Hülle verhaftet ist oder darüber hinaus wirkt. Also meiner Ansicht nach wirklich fantastische Beispiele dafür, dass hier die Grenzen vollkommen verwischen zwischen einer Bildhauerin und einer Malerin. Der Wächter oder die Wächterfigur ist eines der ganz klassischen Themen bei Hede Bühl. Dieser Wächter von 1975 ist aus Aluminium gegossen und findet seine Pendants in späteren Arbeiten auf Papier, hier rechts und links. Es ist eine ganz klassische Form des Stehenden oder der Stehenden, eine neutrale Figur, die sehr in sich gekehrt ist und durch die horizontalen Bänder wie gefesselt, wie bandagiert, wie eingefroren, stillstehend dort einem gegenübersteht. Durch die Spiegelung des polierten Materials den Betrachter jedoch mit hineinzieht und sofort eine Beziehung aufbaut. Diese Figur ist absolut zeitlos und dadurch, dass der Kopf leicht nach unten gerichtet ist, auch nicht weltoffen ins Leben schauend, sondern eher in sich verhaftet und mit sich beschäftigt. Das ist ein Sinnbild, ein zeitloses Sinnbild von Menschsein, was natürlich sehr stark auch an eine Mumie, eine ägyptische Mumie erinnert, wenn man sich das Ganze horizontal vorstellen würde. Wichtig ist es in diesem Moment, denke ich, dieses zeitlose Phänomen zu betonen, denn diese Formen sind archaische Formen, wie man sie auch in anderen Wächterfiguren von ihr wiedersehen kann, die reduziert sind auf die Horizontale des Menschen. Auch dies ist für eine Bildhauerzeichnung eine ungewöhnlich große und malerisch durchgearbeitete Zeichnung. Ein Kopf von 1987, wo der Untergrund erst blau eingefärbt wurde und dann sowohl mit Pastell als auch Acryl diese reduzierte, abstrahierte Kopfform, die beinahe an einen Motorradhelm erinnert, darstellt. Wenn man sich näher einsieht, dann meint man aber auch etwas wie ein Auge oder einen Mund erkennen zu können. Es ist ein sehr gestisch durchgearbeitetes Bild, was noch einmal betont, wie eigenständig diese Arbeiten auf Papier sind und eben nicht als dienende Skizze für eine Skulptur, die später entstehen soll. Wobei ich noch mal darauf hinweisen möchte, dass es tatsächlich Skulpturen von Hede Bühl gibt, die Köpfe dieser Größe bildhauerisch in Bronze oder Polyester abbilden. Diese beiden großformatigen Zeichnungen zeigen jeweils mehrere Köpfe und das dynamische Element, die Kreisform, der Schwung, den sie aufnimmt, zeigt noch einmal ganz deutlich, dass sie ja als Bildhauerin eigentlich auch gewohnt ist, um ihre Werke herumzugehen und diese zu modellieren und zu formen und bearbeiten. Sie hat die Köpfe, die wir ja nicht unbedingt frontal sehen. Gerade in der linken Darstellung glaubt man ja eher, eine Ansicht von der Seite oder von hinten zu erleben. Sie hat diese
Köpfe dynamisiert, indem sie immer wieder diese Bewegungen, diese Pinselbewegungen darüber gesetzt hat. Und so haben wir tatsächlich extrem vitale, bewegte Bilder, die mit derart vielen Köpfen gefüllt sind, dass sie über die Ränder hinaus zu pulsieren scheinen. Gerade das rechte Blatt, wo man das Gefühl hat, dass man frontal von dem mittleren Kopf rechts angestarrt wird, ist extrem fordernd. Man kann beinahe sagen, es ist schwer auszuhalten, darauf zu schauen, denn hier kommen natürlich ganz andere Gedanken, ganz andere Assoziationen, auch von Aggression mit ins Spiel. Das heißt, während wir immer wieder Köpfe sehen, gibt es aber Köpfe, die eher aggressiv wirken oder in sich gekehrt, zurückgezogen, meditierend oder auf die äußere Form reduziert und ganz in sich verhalten. Also wirklich die unterschiedlichen Formen von menschlicher Existenz, von physischer Präsenz, die mit diesem wichtigen Körperteil, was ja das Denken, das Fühlen, so viele wichtige Dinge in sich zusammenschließt, darstellt. Ich empfinde die Aktualität dieser immer wieder auf den Menschen reduzierten Werke als immens angesichts einer Zeit, in der die Berührung untersagt ist, in der die Nähe nicht gelebt werden kann, die Distanz gewahrt werden muss. Hier schreien diese Köpfe förmlich nach Interaktion und wir können uns dazu in Beziehung setzen und über unsere eigene Position stärker nachdenken. Insofern bin ich sehr, sehr froh, dass wir diese Arbeiten gerade jetzt in diesem Jahr zeigen können. Die Aktualität ist immer während, aber angesichts einer verordneten Distanz sind diese Themen einfach viel greifbarer für jeden. Diese Wächterfigur von Hede Bühl aus den 70er Jahren begrüßt den Ausstellungsbesucher zwar, wenn er die Treppe hochkommt, aber der Wächter schaut den Besucher nicht an. Die Augenpartie ist bandagiert, genauso wie man glaubt, an den Schultern Bandagen, Rudimente zu erkennen. Eine Begrüßung ohne einen offenen Blick ist vielleicht ähnlich oder vergleichbar wie die Begrüßung ohne den Handschlag in Zeiten von Corona. Unsere Ausstellung wartet auf die Besucher, aber ist momentan noch geschlossen. So wie wir wieder öffnen dürfen, freuen wir uns, die Tür zu öffnen, sodass auch Sie sich diese Skulpturen, aber vor allen Dingen die Arbeiten auf Papier von Hede Bühl alle anschauen können.